Es ist die größte Niederlage des westlichen Bündnisses seit seinem Bestehen. Und deshalb müssen wir jetzt daraus Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenz muss sein, wir brauchen mehr europäische Gemeinsamkeit, um auch einmal selbst in der Lage zu sein, einen Flughafen wie den Flughafen von Kabul zu sichern. Und deshalb muss unsere Lehre sein, wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir brauchen eigene Kräfte, um selbst handeln zu können. Und das ist die Ambition, die wir in den nächsten Jahren umsetzen müssen.